Ja, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins. Wir machen weiter mit den Lügen des Skarabäus. Ein wahr gewordener Traum, eine neue Heimat. Vorher möchte ich dazu zum. Vorher will ich aber noch beim Spiel vorbeischauen. Oh, schrei doch nicht so rum. Wer will? Ach, du hast mich gesehen. Das wird zu bitter bereuen, mein Freund. So, ich wollte eigentlich nochmal mit dem Spiel vorbeischauen. Sie flachsen jetzt? Warum kommt die eigentlich nicht mehr in der Bewegung noch? Okay. Hä? Da oben ist nur noch. Was? Ist er denn hin? Ja. Jetzt muss ich halt dich. Ich wollte jetzt mehr, ja, super. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Oh, Alter, ich wollte eigentlich nur mal kurz. Hey, was? Du lässt nicht lange durch. Ich lass mich doch einfach mal jetzt in Ruhe, ey. Gute Nacht, du. Sack. Okay. Und jetzt kann ich mal kurz beim Spiel vorbeischauen. Mein Gott. Da ist noch einer dort. Aufrüsten. So, das Bronzeschwert mal aufrüsten. Den Jagdbogen auf jeden Fall mal aufrüsten. So, jetzt muss ich gucken, wo ich mal gucken, wo ich meine Ausrüstung, was ich für eine Ausrüstung habe. Ja, der Panther und Usamat sind irgendwas. Wie kann ich helfen? Vielen lieben Dank. So, verkaufen wir. Ich nehme es. Ist gut. So. Ist gut. Ich nehme es. Gut, die neue. Günstige Winde und sichere Straßen. So. Gut, okay. Ja, was anderes wollte ich jetzt machen? Wir müssen nach Dings reisen. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir sind müssen.
Da müssen wir hin. Kann ich da hinfliegen? Schleuse natürlich nicht verfügbar, why not? Aber wahrscheinlich, weil ich die Punkte nicht habe. So, jetzt müssen wir gucken, ob ein Punkt finden, der in der Nähe ist. Ja. Das ist gar nicht so weit nah dran. Wir haben gar keine Punkte wirklich in der Nähe. Ergo müssen wir wahrscheinlich jetzt. Ja, also müssen wir da hinreisen. Also müssen wir da hinreisen. Gut, dann reisen wir mal. Und tschüss. Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Sie wollen die Reise. Ja, dann reisen wir nach Letopolis. Letopolis. Wie auch immer. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen. Das hätte ich jetzt blöd, dass wir jetzt natürlich den ganzen Weg darüber reisen müssen. Okay, das lassen wir mal sein. Wir reisen einfach. Wir reiten einfach dann vorbei mal. So, die Hälfte der Strecke haben wir. Klar, die wollen natürlich jetzt unseren Leder. Wir lassen Sala in Ruhe. Kommt schon, wir löschen das. Na gut, wir hatten die bald da, aber wir müssen natürlich immer Reisepunkte finden. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Ich würde jetzt mal spontan sagen, das ist nicht so gut, hey? Ein neuer Ort an der Letopolis. So, ich will mal kurz den Reisepunkt hier mitnehmen, den Schnellreisepunkt. Ach, jetzt können wir den mitnehmen. Ach so, wir haben mal, weil wir die Stadt nicht entdeckt haben, aber konnten wir nicht reisen. Ah, okay. So, wollen wir mal rüber zu Tahaka. Mit dem Kollegen sollen wir ja mal eine Ründchen quasseln, wa? Soll ich gucken, ob ich da rein? Ob ich da rein ins Dorf hier? Ja, hier komme ich durch, okay. Sonst wäre ich einfach geklettert. Das geht ja bei Assassin's Creed. Tempel des Horus. Muss ich jetzt hier rein? Dann klettern wir hier durch. Da ist er doch. Hey, hallo, wer mal jetzt hier? Meister Tahaka? Mein Name ist Bai von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. So. Dann gehen wir mal hier rein. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne
in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Kahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat. Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Tahaka! Nein, bitte. Die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir. Okay. Der Wind wird sterben. Nicht gut. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Dann war's. Schlag diese Scheißkerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Ja, die werden sowieso. Oh mein Gott. Noch mehr von euch? Ja, dann ist das natürlich halt so. Euer Blut wird meinen Garten besser. Gut, die werden sowieso nicht so schwer sein. Gut, dass Friendly Fire nicht da ist. Das glaube ich ja weniger, aber. So, noch mehr oder was? Scheinbar. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Magi! Kämpf mit mir! Schnell, bring dich zur Strecke! Mein Gott! Oh, was halt alles? Der ist weg. Meinst du, du hast jetzt echt... So, noch mehr? Der lügt das gar nicht, der macht einfach nur einen Spansauro. Jo, bin auch schon dran, mein Freund. Krallen vor. So, der ist auch weg. Lass mich mal den machen. So. Da vorne ist noch einer. Todrat? So. Ach so, der war nur gerade ein bisschen verpatscht, okay. Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Bayek, schnapp sie dir! Bin auch schon dran! Bleib bei mir, Bayek! Den Topolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne!
bewegen. So langsam bist du. So. Herr Sichelhans. Guck mal, mein Freund, ich kann das genauso mit den Dings. Jetzt haben wir sie. Du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Taharka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Na dann, folge der Haka. Warte mal, ist der Haka. Warte mal. Ziele? Skarabäus, ja, hier. Okay. Und dann fehlen uns noch die Hyäne, das Krokodil und die Echse. Aber es waren wir. Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Hm. Okay. Gib den Weg frei. So, könnt ihr jetzt mal ein bisschen. Ja, jetzt. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Yalla, yalla. Yalla, yalla. Töte alle Banditen im Lager. Sind das so viele? Frage? Das sind nur noch Zinne. Mit garantierter Sicherheit sind das nicht nur zwei. Ja. Vier. Na dann. Ah, das sind unsere Freunde. Hey, was? Stirb, du Sau. Was ist denn der? Da. Na gut, soll er den. Soll die sich drum kümmern? So, weiter. Ein Jagdboden. Ein Bogen.
Ach, einen Hauptmann haben sie auch noch. Okay. Ich wusste das mit jetzt. Was ist denn der Hauptmann? Da geht's weiter, okay. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein. Sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Na. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Taharka. Dann gebe ich doch hier noch irgendwo einen Hauptmann rumrennen. Ich würde gerne den mitnehmen. Scheinbar nicht, oder was? So, kann ich jetzt irgendwie was? Dann machen wir kurz mal das ganze Ding mal ein bisschen ab, dann machen wir die Schnellreise rüber. Des großen Taharka. Ein neues Leben erwartet dich in der glorreichen Stadt Letopolis. Eine Chance auf einen Neubeginn. Hört mal. Wo muss ich hin? Da lang. Wie gesagt, ich will Level 20 erstmal erreichen. Und dann hätten wir die Möglichkeit, ja, wie gesagt, den Filakitai zu töten. Der auch auf Level 20 ist, der Kollege von ihm ist auf Level 22. Wo muss ich denn da hin? Runter. Wo ist denn das Papyrus hier? Ich hole mir kurz das Virus. Wir haben ja ein bisschen Luft. Ich vermute, dass das Skarabäus ziemlich zeitnah jetzt in der nächsten Mission dran ist. So. Ist er da oben oder was? Entschuldigung, ich wollte eigentlich. Ich suche da nur was. Was ist denn der? Da ist er. Tempel des Horus. So, das wollte ich eigentlich kurz so gemacht haben. Huh?
Sandsturm gesehen? Und was für ein. Schön, dass ihr es geschafft habt, Marit. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne. So viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawabu. Auf den Retter von Metropolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Der Typ ist das Skarabäus. Bin ich mir fast sicher. Irgendwas war jetzt. Wir haben jetzt wieder die Drecksarbeit gemacht und der wird wahrscheinlich und er ist ja quasi der Gegner, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwas hat. Dass das alles nur eine Ablenkung war. Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Was sage ich gerade? Wir sind... Zeno. Hi. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Ich habe dich entdeckt. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Führt mich in die Gefilde der Binsen. Remo, ich habe dich enttäuscht. Bitte, hasse mich nicht. Soll ich jetzt mit Sand befreien? Hä, aber wie? Pferdchen. Komm her. Guter Junge. Genau, jetzt fang jetzt mal an, Spanner zu fressen. Ich sag doch, ich hab... Dir gnädig sein. Vor allem der Skorpion da mal. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. So. Philipp, beschaffe deine Ausrüstung. Die zieht noch lang. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Jo. Hm.
mit Sicherheit, dass da noch was ist. Voll lustig ist es. Sehr aufmerksam. Hey! Tschüss. Hm, was? Beeindruckende Waffe. Alles in einer Kiste als Tribut für Sevetu. Gut, wir schicken sie in zur Festung Nikiu. Was? Ja gut, wir haben keine Ausrüstung, wir haben nichts, ne? Ich würde noch weiter weg spawnen. Kommst du mal hoch jetzt hier? Hauptsache, wir spawnen erstmal wieder 500 Meter weg, ey. Wir müssen da wieder einreiten. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Wow. Ich musste mal nur eine neue Aufnahme kurz starten, aber wie gesagt, ich werde euch das natürlich wieder aneinander hängen und schneiden. Ihr kennt das ja mittlerweile, die von Mission zu Mission. Machen wir. Ich würde sagen, jetzt sind nur die vier, ne? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Die Ausrüstung verpackt. Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für CD. Ja, natürlich. Den habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Ich wollte ihn jetzt schön wegnutzen. Du musst jetzt wieder 500 Meter weiter weg spawnen. Warum muss ich das jetzt machen? Kannst du nicht in der Nähe spawnen? Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Oder einfach die Waffen, die Typen in Ruhe lassen, die Dings anlegen und dann nur mal die Typen. Versuchen, wir können es auch so versuchen, klar. Das wäre natürlich eine Idee, zu sagen, komm. Erstmal, aber wo hat der mich denn gesehen? Wo war der denn? Den habe ich ja gesehen, ist ja klar, aber irgendwo muss ja noch einer sein. Der oder was? Ja gut, wahrscheinlich, ne? Dann.
ja, natürlich. Wenn ich jetzt hier nicht gewesen wäre. Glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Den wir eingegraben haben? Weiter. So, haben wir jetzt mal die Waffen. Schatten bleiben sollen. So, jetzt können wir uns die Typen nämlich auch holen. So, jetzt haben wir sie. Jetzt kommt mal her. So, jetzt sind die fertig, die zwei. So, eliminiere den Skarabäus. Jetzt muss ich jetzt mal. Ach, der ist das, okay. Das war der Hauptmann. So. Nehmen wir sie mal mit. Die Sachen brauchen wir vielleicht alles. Und jetzt soll der Skarabäus fällig sein, ne? Taka. Sag ja, für dich habe ich die Drecksarbeit gemacht. Das war mir irgendwo fast klar dann irgendwann. So, kann ich jetzt irgendwie hinreisen, wo der ist? Ja, könnte ich. Und dann machen wir das doch glatt. Dann brauche ich den Weg nicht laufen. So, eliminiere den Skarabäus. Die Fragezeichen, wie kriege ich den so einfach? Dann wären wir Level 19. Ich will jetzt eigentlich gerne oben rüber. Aber der wird wahrscheinlich nicht ganz alleine sein. Da bin ich mir fest sicher. Garantierter Sicherheit. Wollte gerade sagen, der hat mindestens eine Waffe, ein Feind. Der hat hier noch einen stehen, das habe ich schon gesehen. Mindestens zwei sind es, okay. Dann hast du da oben noch einen. Alles klar. Da ist noch einer. Da ist ja noch ein paar Leute. Mein Freund. Ja, ein paar, das wollte ich gerade sagen, der hat noch ein paar auf jeden Fall. Der hat bestimmt hier unten auch einen, wenn sie stehen, ne? Ey, nur da. Da. Simpel wäre es natürlich, oben durchzugehen. Hier hat er noch einen Best Friend. Und hier wäre der Skarabäus. Und normalerweise ist das eine 15er Mission. Der ist Level 20, der Typ. So, dann greifen wir den schon mal an. Kann ich hoch? Ich will eigentlich gerne oben bleiben. Um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh.
Ja, super. Das war. Ich sammle die Truppen. Super, ist natürlich jetzt total toll. Du hältst nicht lange durch. Jetzt hab ich dich. So, ich muss mal hier hoch gerade. Alter, ich kann nicht hoch, oder was? Oh, Glück gehabt. Aber ich hab den Skarabäus. Ich hab den schon, den Typen schon. Ja! Deine Zeit ist um, ich muss hüpfen! Aber ich hab den eigentlich hab ich den tot. Ich glaube, ich vermute aber, dass ich den nochmal angreifen muss. Ja, muss ich natürlich. Oder habe ich den schon tot und muss jetzt nur noch mal seinen Tod bestätigen? Hier sollte ich vorsichtig sein. Super. Garantierter Sicherheit werden die mich jetzt sehen. Oh Götter, segnet meine Arme. So. Oder so. Oh, so geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. So, bin mal gespannt, ob wir jetzt nochmal die Gegner gegen uns haben. Ich versuche da nicht irgendwie. Ah! Vater! Ich strecke dich nieder! Wie du, mein Vater! Das glaube ich ja weniger. Erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt. Wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. So, das war dann die Mission, die Lügen des Skarabäus. Zumindest vermute ich das jetzt gerade mal. Der Skarabäus Taka ist tot. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Nummer 19. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können.
Ich trinke dein Wasser. Okay. The Kopf. So. Und das Video sehen wir uns dann erst in der nächsten Episode an, bei Let's Play Assassin's Creed Origins.